seine Tochter. Er fliegt nach Hamburg, um mit NATO-Delegierten einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3. So, wir spielen jetzt die Russen, so wie ich das verstanden habe. Ah ja, die Mission, alles klar. Sprich, wir sind jetzt in der russischen Air Force One, sag ich jetzt mal. Und ja, dann werden wir mal sehen, was da jetzt so bei rumkommt. Vasili wartet auf dich, Vater. Er erwartet eine Antwort von mir. Team 1 unterwegs. Ich mag ihn nicht. Niemand mag ihn. So, kurz mein Handy stumm schalten. Was wirst du ihm sagen? Was wirst du ihm sagen? Die will er nicht hören. Ja. Er hat keine Wahl. Ich bin der Präsident. Wir sehen uns beim Essen. Anton. Herr Präsident. Ey, du Arschloch. Vasili. Ey, Rauchen im Flugzeug verboten, ne, Leute? Hallo? Meine Herren, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Frieden oder Krieg, Leben oder Tod. Und zum Wohle unserer Kinder brauchen wir Frieden mit dem Westen. Herr Präsident, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Zugeständnisse. Wir vernichten unsere Feinde, wenn wir sie zu Freunden machen. Auch mit unseren Differenzen können. Das sind Schüsse! Das Flugzeug wird entführt! Sie sind im Cockpit! Herr Präsident! Team 3, Lagebericht! Wir brauchen Hilfe! Die Schüsse! Verdammt, Team 3! Anschneiden bitte, wir haben Turbulenz! Runter! Beschützt den Präsidenten! Code Rot! Ich wiederhole! Gib mir die Waffe! Komm schon! Upala. Ja, wir stürzen echt ab, Leute. Jo, das kann echt in die Hose gehen, Leute. Sie haben die Tochter im Flugturm als Geisel! Unterstützung ist unterwegs! Wenn ihr die Lage zu diesem Umher schickt, dann braucht ihr Unkraut. Schüsse! Feinde sind an Bord, alle Türen verriegelt und die Bereiche sichern! Feinde kommen das Cockpit übernommen und weisen es von hier um. Aktuelle Richtung Bordekarte. Und nochmal in schwere Turbulenzen. Gott. So. Let's go, komm. Let's go. Pass auf. So, und weiter geht's. So, die Tochter dürfte aber eigentlich jetzt noch leben, oder? Vorrücken! Suche Notlandung!
Oh. Ich glaube, wir sind aufgeschlagen auf dem Boden. Jo, und tschüss. Ja, ich sterbe jetzt. Scheiße. Naja, hat's ja einigermaßen gut runtergeschafft, ne? Oh, krass, eine Turbine noch. Na los, Agent Kalkoff! Wir müssen den Präsidenten finden! 279, machen Luftraum in Sektor 2113. Haben Sie die Bedrohung neutralisiert? Ihre Tote und Schwerverletzte. Versuchen Sie von den Toten. Flugbahn gestürmt. Die letzte bekannte Position war 250 Kilometer vor Hamburg in Deutschland. Na gut, komm schon. Sie wussten, dass Sie zuerst in den Bunker kommen. Doch, das finden und in Sicherheit bringen. Kerkhoff, mir nach! Wir müssen den Präsidenten finden. Alle Dienstsektoren sicher. Die Evakuierung beginnt gleich. T4, Status bringen. Der Präsident ist verletzt, aber stabil. Wollen Sie mir die Führung von der Position an? Für die Evakuierung sicher. Wer ist unterwegs? Dieses verschwommen, nicht verschwommen, das, boah, da wird mir selber total schlecht. Boah. Jetzt geht wieder das Moorhuhn-Schießen los, ne. Ja, schaut doch mal an, Leute, wie ich direkt ins Visier genommen werde. Was ist das für ein Drecksspiel, Alter? Immer nur auf mich. Der Typ hier macht gar nichts, ey, das... Ey! Ja, ey, hab ich dich nicht gerade erschossen da hinten? Willst du mich jetzt verarschen, wenn ich dir das jetzt alles nochmal neu machen muss? Ja, geil. Was läuft dir auch da so rein? Ohne Witz. Ich die ganzen Scheiße nochmal neu machen, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Drecksspiel. Ich wusste schon, warum ich Call of Duty den Rücken gekehrt habe nach Modern Warfare 1. Meine Fresse, ey. Ohne Witz. Guck mal hier. Hier stehen 30 Leute von mir, weißt du? Oder 20. Und alles geht auf mich oder laufen wieder meine eigene Bahn, ey. Hammerhart. Echt, ohne Witz. Die Waffen verziehen so hart, dass du kaum zielen kannst.
Von wo? Ich sehe nichts. Willst du mich verarschen, du Scheißspiel? Meine Fresse, ey. Wie ich den da voll die Salbe reinjage und der steht immer noch, ey. Das ist doch der Obershit hier. Hammerhart, ey. Woher? Mein Gott. Noch länger die Mission, ey. Jetzt bin ich einmal um diesen Hügel rumgelaufen. Wow. Boah. Naja. Makarov. Bumm. War klar. Wissen Sie, wer ich bin? Ja. Dann wissen Sie auch, was ich will. Sie sind wahnsinnig. Russland wird ganz Europa erobern. Selbst wenn nur noch ein Haufen Asche übrig ist. Ich will die Startcodes, Herr Präsident. Die bekommen Sie nie. Jeder hat eine Schwäche. Findet das Mädchen. Und tot. Der russische Präsident ist nie zum Friedensgipfel in Hamburg eingetroffen. Wo er sich befindet, ist derzeit nicht bekannt. Genauso wenig wie... Sieht aus, als hätte Makarov seine nächste Karte gespielt. Wenn er wieder da ist, dann sollen es auch alle wissen. Wo fangen wir mit der Jagd an? Afrika. Makarov lässt über eine paramilitärische Gruppe Lieferungen nach Sierra Leone bringen. Von dort gehen sie nach Marokko und weiter nach Spanien. Er geht nach Norden. Genau vor die Tür Ihrer Majestät. Woraus besteht die Fracht? Ich weiß es nicht, aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich sie. Wir können über den Fluss näher rankommen. In dem Lager ist eine Fabrik, wo sie die Lieferung verstauen. Aber die Miliz im Hochland schlachtet seit Monaten alle. Wir sind bestimmt überall. Makarov würde nichts ungesichert verschicken, wenn es nicht irgendeinem Zweck dienen würde. Und die Chancen stehen gut, dass der Bastard alles selbst überwachen wird. Wenn er wieder auftaucht, dann tun wir es auch.
Nikolai, wir sind knapp außerhalb des Dorfes. Verstanden, ich hole euch in einer Stunde ab. Die Fabrik ist nicht weit weg. Makarovs Ladung sollte dort sein. Und leise vorgehen, los! Bleiben wir besser unauffällig. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. So,